Dieser Center-Federspannersatz hier ist perfekt für Federn an Audi- und Seat-Fahrzeugen. Und wie der im Detail aussieht, schauen wir uns jetzt an. Für die perfekte Aufbewahrung kommt der Satz in einem stabilen Kunststoffkoffer. Die Schaumstoffeinlage lässt sich herausnehmen, somit kann man den Satz auch im Werkstattwagen unterbringen. Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag auf der Spindel bei diesem Satz. Extra schmale Ausführung, um in die schmalen Bohrungen in der Achse hineinzukommen, und auch die Länge wurde berücksichtigt, nämlich mit maximal 220 mm ist dieser Federspanner perfekt für Quer- und Raumlenkerachsen. Die Federteller sind mit einer Kunststoffeinlage versehen, somit wird ein Abrutschen in der Feder verhindert. Angetrieben wird der Federspanner über diesen Torsionsstab manuell mit einer Kraft von maximal 100 Newtonmetern. Hier oben im oberen Bereich befinden sich dann die Sicherungselemente. Das schauen wir uns im nächsten Step an. Die Federteller werden mit der Spindel über die Verzahnung verbunden. Das bedeutet, der Federteller rastet in die Verzahnung ein und kann somit sich nicht mehr verdrehen. Sobald der Federteller dann mit der Spindel verbunden ist, über die Verzahnung, wird zusätzlich noch ein Sicherungselement eingesetzt, welches über Magneten gehalten wird, um ein unbeabsichtigtes Herausrutschen in axialer Richtung des Federtellers zu verhindern. Die Sicherheit des Federspanners wurde zudem vom TÜV Süd bestätigt.